So, die neue Woche hat begonnen, beziehungsweise in Fortnite die neue Woche, die neuen Missionen sind da. Ich würde sagen, wir machen als allererstes halt durch Suche innerhalb von 60 Sekunden nach der Landung aus dem Schlachtenbus eine Truhe. Also ganz simpel, einfach. Wir machen es einfach jetzt mal im Solo-Bereich. Einfach egal wo auf der Map landen und einfach nur ganz simpel eine goldene Truhe aufmachen. Mehr ist es nicht. Und das Ganze halt dreimal. Also ihr müsst halt insgesamt drei Runden spielen. Also ich denke mal, es macht sich so simpel von alleine. Also es war bis jetzt, glaube ich, schon mal ein einfacher Anfang. Aber ich bin mal gespannt, was für Aufgaben sie diese Woche raushauen. Wie gesagt, selbst jetzt gerade habe ich nicht nachgeguckt, was die anderen Aufgaben sind. Ich gehe jetzt wirklich Aufgabe für Aufgabe durch und möchte halt einfach auch ein bisschen überrascht werden. Wenn ihr nicht schon, oh, was gibt's diese Woche? Sondern einfach Aufgabe für Aufgabe machen. Und dann gucken, wie wir sie lösen am besten. Hier habe ich mir jetzt gedacht, komm, machst du einfach Liege. Da hast du eigentlich überall inzwischen deine Ruhe, weil du immer nur ein, zwei Gegner hast, wenn überhaupt. Weil die meisten springen derzeit eigentlich, denke ich mal, immer noch ein Tilted ab. Und von daher flieg einfach weit weg und hast erstmal Ruhe. Aber du bist in der Regel nirgends alleine. Das ist mir schon aufgefallen. Also im Solo-Modus fliegen sie eigentlich ziemlich zentral immer, so ein breiterer Streifen wie der Bus fliegt. Aber in Arena verteilen die Leute sich ohne Ende. Und springen sogar eher jetzt am Ende raus als am Anfang. Warte mal gucken, ob es hier auch schon bemerkbar ist. Da, deutlich weniger, sonst springen hier alle direkt raus. So, wir warten aber jetzt auch nicht so lange. Wir fliegen jetzt einfach mal da hinten in das Haus. Ich denke mal, da wird keiner landen. Wie gesagt, man muss nur eine Kiste aufmachen und das war es eigentlich schon. Und das Ganze halt in drei Runden. Aber man muss halt direkt nach der Landung auch eine Kiste finden. Also 60 Sekunden hat man Zeit, wenn man gelandet ist. Also nicht, wenn man rausgesprungen ist. Ah, ich bin natürlich wieder nicht alleine. Ich muss gucken, ob da eine Truhe ist. Wo will er hin? Ah, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Und dann halt ganz simpel einfach eine Kiste aufmachen und dann hat sich der Salat eigentlich auch schon wieder. Gehen wir jetzt mal einfach. Gehen wir hier in die Mitte. Hoffen wir nur, dass wir auch direkt eine Kiste finden. Ja, hier ist definitiv eine. Zack, zack. Und zack, haben wir schon zwei. Aber, warte mal, wo ist die andere? Wo ist die? Ah, 60 Sekunden sind noch nicht rum. Wo ist denn die Scheißkiste? Ah! Also, es zählen die ersten 60 Sekunden. Ihr könnt es rein theoretisch auch in einer Runde schaffen. Weil da war ich mir nicht sicher und deshalb wollte ich da erstmal nichts sagen, bevor ich es nicht gerade selber ausprobiert habe. Also, ihr könnt es halt wirklich in einer Runde schon machen, wenn ihr drei Kisten innerhalb von 60 Sekunden aufhebt. Also, wenn ihr irgendwo allein seid, eigentlich, wenn man sich beeilt und ziemlich viel Glück hat und direkt drei Kisten findet, safe. Da würde sich eigentlich doch hier die Statue am besten eignen. Warte, wo ist sie? Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Hier ist die Statue doch. Da sind doch, glaube ich, auch drei Kisten da, meine ich. Also wenn man da landet, könnte man die Aufgabe easy in einer Runde machen. So, jetzt würde ich mal gerne noch ein bisschen was an Loot finden. Ach, da ist doch meine beliebte Pump. So, hier waren wir schon. Dann doch mal gerade hier rüber. Also Sache, ich brauche irgendwie immer eine AR, eine Pump und irgendeine Minigun oder so. Sei es ein MP oder irgendwas halt. Ich weiß nicht, da fühle ich mich einfach am sichersten. So, natürlich schon mal den Verbandskasten mit. Da, da, da.
Wird ja eigentlich schon mal wieder Zeit für einen Sieg. Aber ich spiele ja wirklich. Ich mache eigentlich wirklich nur die Tagesaufgaben, gucke, dass ich die dann gemacht habe. Falls ich die nicht in einer Runde gemacht bekomme, mache ich sie halt danach, gerade nochmal nach dem Video, dass ich die Aufgabe fertig habe und dann spielt auch schon wieder Rette die Welt. Also ich spiele Battle Royale eigentlich gar nicht. Im Prinzip seht ihr ja immer, wenn ich spiele. Ich weiß nicht, der Modus gibt mir irgendwie nichts mehr. Könnte aber auch vielleicht daran liegen, dass die anderen halt wirklich deutlich besser sind. Also da muss man sich auch mal eingestehen können. Wenn man weiß, man ist im Spiel nicht wirklich gut, dann kann man auch ruhig dazu stehen, finde ich. Aber man kann ja trotzdem im Spiel nicht so gut sein, aber Spaß dran haben. Solange man dann nicht sagt, oh, ich bin der Beste. Ah, wie gesagt, die Aufgabe haben wir jetzt auch schon easy geschafft. Ich denke mal, ihr werdet die auch schaffen. Wenn nicht in einer Runde, dann aber in zwei, würde ich sagen. So, wenn jetzt hier kein Gegner kommt, ist eigentlich Top 25 safe. Aber Arena, klar, man hat zwar eigentlich immer die, die auf einem Level sind, aber wenn ich dann sehe, wie die spielt, die angeblich auf meinem Level sind, dann frage ich mich, okay, wie kam ich da hin? Die sind 10-mal besser als ich. Aber es ist ja auch die Frage, wie viele spielen wirklich Arena richtig, lassen sich extra runterfallen. Das kommt natürlich auch dazu. Das war knapp vorm Fallschaden. Loot-technisch ist hier echt mau in meinen Augen. Hier ist auch keine Truhe. Aber eine blaue Pump, die hole ich gerne mit. Blaue Pump, beste was geht, in meinen Augen. Vor allem, warum dieses Durchsuchen? Wir sind doch nicht bei Rette die Welt. Ich weiß nicht, ob sie damit noch irgendwas vorhaben. Am Dach. Hatte man im MP. Ach, das liebe ich ja. So, Zone kommt. Dann gehen wir mal, ja, Richtung Schrottplatz. Aber die Aufgabe haben wir eben schon gemacht. Das war nicht mein Hund, sondern der Nachbarhund. Ne Dori. Und dachte nämlich, ich hätte einen Hund. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, erstmal gucken, wo die Zone hingeht. Man sieht schon, ich spiele mit dem Controller. Mit der Maus guckt man andersrum. So, Top 25 erreicht. Kann ich noch daher gehen? Ja. Dann immer schön am Zonenrand her. Vielleicht komme ich sowieso noch in die Top 15 und krieg eventuell meine 2000 Punkte wieder voll. Ach, dieser Hund, der bellt auch manchmal einfach so. Da ist nichts.
meine, ich habe nichts gegen Hunde. Aber manchmal frage ich mich, müssen die wegen jedem Mist bellen? Am schlimmsten ist, wenn dann alle Hunde drumherum auch anfangen. Ich meine, klar, wenn irgendwas am Haus ist, dann können sie ja bellen. Aber die bellen ja manchmal einfach so. Nichts passiert. Ist wirklich nirgends ein Gegner, gell? Hier können wir eigentlich entspannt hergehen, haben noch eine Minute Zeit. Die Zone geht da eh langsam. War hier einer? Hier war einer. Ist er noch hier? Ja, hat auf jeden Fall volle Metz. Ist nur die Frage, wo ist er hin? Da sehe ich mal keinen. Ah, ich bin ein kleiner Überlebenskünstler. So in etwa habe ich es dann auch geschafft, damals den Sieg zu holen, ohne einen Kill zu machen. Von der Sache, man kann sich ja sogar. Warte, ich zeige euch das mal. Ist eigentlich voll assi, wenn die Zone so am Rand ist. Warte, gucken, ob es hier geht. Zack. Und dann quasi hier so ein Plateau hinbauen. Weil hier wird safe keiner gucken. Warum auch? Ja, ein bisschen Materialien sparen. Vor allem jetzt nicht runterfallen. So, so. Und so. So wird man safe nicht gefunden. Ich wette, ich komme hier ohne Probleme in die Top 10. Muss eigentlich nur noch, warte mal. So. So, so, so. Am besten noch ein Deckel drauf. Da, Top 15 erreicht. Man kennt ihn. Und zack, noch eine Tür rein, falls was passiert. So. Und sich dann wundern, wie man dann nicht Großpunkte sammelt. Ich sag ja, das ist eigentlich so simpel. Weil ich will doch nicht wissen, wie viele irgendwo runterspringen und sich einfach ein Haus stellen und gemütlich eine rauchen gehen oder hast nicht gesehen. Weil du brauchst teilweise echt nichts machen. Man wird ja auch nicht rausgeschmissen. Ich habe das eben im Gruppenkeil auch gemerkt. Mein Sohn wollte was von mir. Ich glaube, ich war 6 Minuten, 7 Minuten überhaupt nicht am Rechner und bin nicht aus der Lobby rausgeflogen. Bei COD, da darf es manchmal eine Minute weg sein. So, immer noch in der Zone. Gut, das Gebaute hier ist ein bisschen zu auffällig jetzt. Also ich mache mir schon mal einen anderen Fluchtweg. So, müsste doch gehen. So, und dann so, ja. Ich sage, Top 10, safe. Das ist natürlich die Frage, will man so spielen und so dann sagen, ja, ich habe 6000 Punkte oder keine Ahnung, was jetzt ziemlich hoch ist. Ich meine, ich habe auch schon welche mit paar 20.000 gesehen, deshalb. Oh. Da oben. Ich werde noch zum Meditierprofi. Ihr seht ja jetzt schon 9.
erste hierher kommt. Ich sehe noch gar keinen. Der Berg guckt bestimmt auch nur runter. Aber komm, gib doch mal zu. So hat doch jeder mal gespielt, oder? Und spielt auch heute noch. So nach dem Motto, ach egal, komm, ich camp. Sieht ja keiner. Hab so die Punkte eingesammelt. Hey! Oh. Ja, und das passiert dann, wenn man halt kein Fortnite hat, kann, hat, wie auch immer. Und dann wird man so einfach weggeholt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, ein Like da lassen, einen Kommentar. Wie gesagt, easy, drei Kisten direkt nach der Landung öffnen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.